Mit PhotoR hast du in kürzester Zeit eine wirkungsvolle Fotokollage zusammengestellt. Du tippst auf Collage, wählst in einem Bilderordner diese Bilder aus, die da eingefügt werden sollen, und tippst auf Öffnen, und aus diesen Bildern wird automatisch eine Collage zusammengestellt. Das ist mir jetzt zu regelmäßig. Da siehst du verschiedene andere Anordnungen. Ich wähle mal diese hier. Du könntest die Rahmenfarbe ändern, den Rahmenstil mit irgendeinem Muster oder so. Und du kannst die Bilder auch jederzeit noch anders anordnen, indem du sie packst und einfach in ein anderes Feld ziehst, und zugleich werden diese beiden Bilder vertauscht. Bilder kannst du auch drehen, du kannst sie spiegeln, in beiden Dimensionen wieder entfernen oder auch kopieren. Und selbstverständlich kannst du jederzeit ein weiteres Bild hinzufügen über Add. Nur einen Ausschnitt darstellen kannst du, indem du mit zwei Fingern auseinanderziehst und so das Bild in die Breite ziehst. Es gibt noch weitere Vorlagen. Mit Freestyle hast du so ein Tapetenmuster und die Fotos werden da einfach frei auf diesem Hintergrund platziert und können noch gedreht oder verändert werden. Mit Photostitching werden die Bilder in eine Reihenfolge gebracht. Da könnte man zum Beispiel auch so ein panoramamäßiges Bild machen. Hier könnte man zusätzlich die Ecken noch runden. Ich gehe jetzt aber zurück auf mein Template und wenn du zufrieden bist, so tippst du wiederum auf Save. Hier vielleicht noch zur Sicherheit nochmals die Qualität kontrollieren. Je größer das ausgedruckt werden soll, desto wichtiger ist, dass du High als Qualität wählst. Mit Save wähle ich wieder den Bilderordner. Hier muss ich noch einen schlaueren Namen geben. Sagen wir Collage Paris und speichern. Und meine Collage ist in Sicherheit. Du siehst also, es ist sehr, sehr einfach, so eine hübsche Collage zusammenzustellen.